Ihr müsst ihm helfen. Ich hab genug. Hey, Moment mal. Lass den Kleinen zufrieden. Was seid ihr denn für Vögel? Mein Name ist Tao Wei. Und ich, mein Guter, heiße Chepek. Ich bin der Ältere. Und ich der Jüngere. Hast du kapiert? Ach. Sag gefälligst, was ihr von mir wollt. Wir wollten dir vorschlagen, von hier abzuhauen. Also verdrück dich, lieber Freund. Seid ihr übergeschnappt? Ihr wisst wohl nicht, wer ich bin. Kennst du ihn? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich heiße Yang Bai und ich bin der Größte. Verzieht euch, ihr Flaschen! Mein Gott, ist der fies. Und so unhöflich. Du bist ein Flegel. Und hast keine Kinderstube. Hört mal zu, ihr Komiker. Ihr haltet euch wohl für witzig. Na gut, ich werde euch die große Schnauze schon stopfen. Der kann ja nicht mal Großmutter erscheinen. Danke. Vielen Dank. Schon gut, Opa, ist doch nicht der Rede wert. Schon gut. Bloß keine Ovation. Ich möchte mich nochmal in aller Form bei euch bedanken. Ihr braucht euch nicht dauernd zu bedanken. Es war uns ein Vergnügen. Wir freuen uns immer, wenn wir jemandem behilflich sein können. Ihr seid wirklich viel zu bescheiden. Wie heißt eigentlich euer Kampfstil? Ah, ich bevorzuge die Jung-Tung-Technik. Und meine ist die Fünfarmige. Hey, welchen von den beiden findest du besser? Blöde Frage, unsere natürlich. Und welchen findest du besser? Er ist der Größte. Sag das nochmal, du bist mal gescheuert. Ich soll dir mal einen guten Abend aus, dann kannst du es ja probieren. Komm doch her! Ihr seid ja so dumm, wie die Nacht finster ist. Aber Miss Kirmus kann eine Lippe, du Halbwaffe, sonst kann ich dir mal. Soll ich dir was sagen? Dein Bruder allein hätte mich nicht geschafft. Soll ich dir was sagen? Dein Bruder allein hätte mich nicht geschafft. Was hältst du davon? Der Mann hat recht. Ohne meine Hilfe wärst du doch glatt erledigt gewesen. Du spinnst wohl, du wärst tot, wenn ich dir nicht geholfen hätte. Du wirst dich sofort entschuldigen, du Anfänger. Nimm das zurück. Ich denke gar nicht daran. Das wirst du bereuen. Los, kommt! Aber meine Herren, wer wird denn gleich streiten? Seid doch friedlich! Bitte vertragt euch wieder! So wartet doch, es war ein Missverständnis. Halt, hier bleiben, bleibt doch hier! Mein Yong-Tung-Stil ist eine Variante des Shaolin-Kung-Fu. Und alle guten Kämpfer sind mit mir der Meinung, dass das die beste Technik ist, die es gibt. Pass gut auf! Sie ist nicht nur besonders schnell, sondern auch sehr präzise. Und sie ist besser als... der Kampfstil von Peng, diesem lächerlichen Angeber. Meine Technik ist die beste. Alle großen Meister sind überzeugt davon, dass mein Kampfstil der perfekteste ist. Also, passt auf. Drachen, Schlange, Tiger, Panther, Kranich. Das sind lauter Angriffstechniken. Mein Stil ist eine Kombination aus allen, verstanden? Damit seid ihr unbesiegbar. Und jetzt bringe ich euch bei, wie ihr jedem Gegner überlegen seid. Meister, das ist für euch abgegeben worden. Bring es ins Haus. Jawohl. Ching-Ching, du machst hier weiter. Ja. Also weiter. Pass gut auf, damit ihr was lernt.
Shing-Tin, komm her! Ja, oh, mach du hier weiter. Was hast du bekommen? Sieh her. Hey, bald werden wir einen Haufen Geld haben. Oh, eine gute Nachricht. Wir werden ein Vermögen verdienen. Dieser Mann muss reich sein. Er hat 50 Teil geschickt. Und er schreibt, dass das nur eine Anzahlung ist. Es geht um seine zwei Söhne. Sie sollen von mir lernen. Aber Vater, dafür wird doch kein Mensch an Vermögen ausgehen. Da ist doch was faul. Sei bitte vorsichtig. Davon verstehst du nichts. Die meisten reichen Leute wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Ich kenne mich aus. Shing-Tin, dieser Bastard darf kein Wort von dem Brief erfahren. Was meinst du damit? Hör mir zu, ich wünsche, dass der alte Fuchs nichts davon erfährt. Aha. Er ist also ein Fuchs. Dann bist du wohl auch einer. Aber was bin ich dann? Hä? Oh, du bist ein Blödian! Vater, das ist doch albern. Warum sagst du so etwas? Du hast doch Onkel Peng seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Zum Glück nicht. Aber davon verstehst du nichts. Geh an die Arbeit. Ich bin Tian Fu. Entschuldigt bitte, dass ihr so lange auf mich warten musstet. Das macht doch nichts. Ich bin Li Ta Wei. Und ich Li Chi Peng. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Ich habe euch hierher gebeten, um für meine beiden Söhne einen Meister zu finden. Dado, Chado. Macht schön und sagt guten Tag. Ja. Guten Tag. Gehen wir nachher zusammen Blümchen suchen? Meister Tian, eure beiden Söhne sind intelligent und ausgesprochen höflich. Ich denke, sie sollten Yong Tung lernen. Ich bin euer Mann. Aber Meister, eure Söhne sind stark und kräftig. Sie sind doch richtige Männer. Ich werde ihnen meine fünfarmige Technik beibringen. Ihr seid beide auf eurem Gebiet unschlagbar. Ich habe mir gedacht, Dado sollte Yong Tung lernen und Chado das andere. Ich gebe euch 2 Jahre Zeit. Nach Ablauf dieser Zeit werden wir sehen, wer der Bessere ist. Welcher Kampfstil, meine ich natürlich. Ich zahle 5000 Tael in Gold für den Besseren. Ich verspreche euch, dass euer Sohn alles bei mir lernen wird, was er fürs Leben braucht. Ich brauche für die Ausbildung höchstens 1,5 Jahre. So, dann schaffe ich es in einem Jahr. 6 Monate. Aber einen Augenblick, meine Herren. Ich möchte, dass sie 2 Jahre bei euch lernen. Dado, Chado, ich möchte euch beide bitten, keinen Ärger zu machen. Ihr müsst gehorchen und werdet hart arbeiten. Wer war das? Komm her, dann kannst du was erleben. Es ist schon ziemlich spät, ich würde langsam aufstehen. Du bist Shing-Tin. Was machst du hier? Du hast mich furchtbar erschreckt. Hey, das ist mein Einfingerstand. Wie findest du ihn?
Wirklich großartig. Wer hat dir denn das beigebracht? Ich habe ihn selbst erfunden. Ich bin doch gut, oder? Komm ganz drauf an, wie du das meinst. Im Lügen bist du Weltmeister. Also versuch nicht, mich zu beschwindeln. Raus mit der Sprache. Wer hat dir diese Technik beigebracht? Sie stammt von mir. Ehrlich, ich mach's dir vor. Na, überzeugt? Ach was, ich glaub dir kein Wort. Hey, Meister Chen, wollen Sie wissen, wo Sie Kung finden? Was? Meister Chen? Ja! Meister Chen? Wo ist er denn? Ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich dachte, sein Name hilft dir vielleicht wieder auf die Füße. Mach sowas nie wieder. Spiel dich nicht auf, Kung. Du brauchst nicht den großen Mann markieren. Ich weiß, dass du Angst vor deinem Boss hast. Ja, ich habe Angst vor ihm. Er bezahlt mich ja jeden Monat. Also, was wolltest du hier? Ach ja, ich bin an eurem Laden vorbeigekommen. Du bist nicht da gewesen, da wollte ich dich aufwecken. Hä? Verdammt, ich komme wegen dir noch zu spät. Hoffentlich fliege ich nicht raus. Geh weg da. Nochmal Glück gehabt. Adlerklaue. Tiger. Drachen. Adlerklaue. Kranichkralle. Adlerklaue. Kranichkralle. Du, hast du auch noch was anderes im Kopf als Kung Fu? Ich hab das Gefühl, du träumst sogar davon. Und zwar nicht nur in der Nacht, sondern auch, wenn du für mich arbeitest. Aber das wird jetzt ein Ende haben. Du alte Missgeburt, du kannst mich am Arsch lecken. Ich werde diesem Treiben Einhalt gebieten, du Idiot. Wenn ich mich recht erinnere, zahle ich dir 112 Kupferstücke im Monat. Heute bist du eine Stunde zu spät gekommen und die werde ich dir von deinem Lohn abziehen. Bist du einverstanden? Ja. Und das quittierst du. Deine Unterschrift ist das Beste an dir. Zweite Position. Arme hoch. Und jetzt in die Angriffsstellung. Nun der Angriff. Jetzt die erste Position nach rechts. Danach eine Drehung und wieder zurück in die Ausgangsstellung. Ganz gut. Chado, mach weiter. Nein, dein Vater ist mein Lehrer. Du hast mir nichts zu sagen. Ich unterrichte auch und du musst mir gehorchen. Also komm wieder her. Mach schon. Mein Vater bezahlt für meine Ausbildung. Und darum bin ich was Besonderes. Hey, geben wir ihm doch was Besonderes. Hör mal, bei uns ist nur jemand besonders, wenn er besteht. Unseren Test. Was heißt das? Was für ein Test? Du musst gegen 5 von uns kämpfen. Jeder hat einen anderen Stil. Solltest du das überleben, hast du bestanden. Kein Problem für mich. Gut. Aufstellung! Wu Wong? Ma Yang. Hey, was ist denn hier los? Der Angeber kriegt eine Lektion. Das sehe ich mir ab. Nimm die Tigerpranke. Hast du nicht gehört? Was sagst du jetzt, du Pfeife? Der rosa-rote Panther. Komm her, Kätzchen. Schlange rechts. Hit!
Der war aber nicht besonders. Der Kranich! Du bist gar nicht schlecht. Hey Leute, wie geht's denn weiter? Er hat's vergessen. Verdammte Scheiße. Heb ab, du Trottel! Jawohl, ich werde abheben. Au! Du willst doch nicht wegfliegen, oder? Doch, ich will! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Oh, verdammt! Ich kann nicht! Er hat mir die Krallen festgenietet. Mach ruhig noch einen Versuch, Bruder! Halt dich gefälligst zurück! Wer bist du denn? Der Überkranich. Wovon? Der Tiger? Der komische Panther? Schlange? Der Kranich? Überkranich? Du lügst! Es dürfen bloß fünf sein! Ich bin aber der Überkranich. Sag mal, willst du mich verarschen? Hör auf! Lass ihn in Ruhe! Er hat ja nichts getan! Was lass ist ihn hier los? Was soll das? Wir trainieren ein bisschen. Das Miststück schwindelt! Oh. Die haben mich beschissen. Mit einem Überkranich! Verzeihung. Hey, wart mal! Hey, kennst du die Kneipe von Ching Chi? Ching Chi? Ja. Der ist nicht mehr hier. Schade. Wie heißt du? Mein Name ist Kung Fu Ching. Übrigens, Ching Chi hat seinen Laden verkauft. Er ist ein feiner Kerl gewesen, hat öfter mal eine Runde geschmissen. Schade, dass er weg ist. Nachdem er den Laden verkauft hat, ist er von hier weggezogen. Hast du ihn gekannt? Oh, er ist mein Onkel. Und ich wollte ihn besuchen. Pech. Place your bets, gentlemen. Place your bets, gentlemen. This could be your lucky day. Step right up, gentlemen. Come along, sir. How about you, sir? You know how to bro? What about you, sir? Of course I do. And to drink. Well, you, sir. Step right up and place your bets. Hey? Yes, indeed. You drink and gamble? Come. Hey, but I will win. And the sun shines when you take off your trousers. But I got sharp eyesight. Well, his tricks are sharper. He's a swindler. A cheat. Well, I'm not afraid of him. Come along, sir. How about you, sir? This could be your lucky day, sir. Step right up, sir. Come on, sir. There we go. Now, any more bets? Any more I'll bets? Have it, any more on the side. Yes, you, sir. Come on. Thank you, sir. Come over there. Here's one. Hey, you. Place a bet. It's easy to win. Yes, he's quite right. These two bastards are trying to trick me. Good. I'll teach them a lesson they won't forget in a hurry. Place your bet, gentlemen. The more you put down, the more you stand to win. Oh, yes. Come on. Come on. Oh, that's a butt. I'll help him lighten his load. You take him slowly. All right. Place your bet, gentlemen. I'll try to see which one it's under. That's it. Come on, put all your money on that one there. I guarantee it. I guarantee it. It'll win. It'll win. That's it, gentlemen. And... you win. See, I told you so. It'll win. You'd win. What about another one, sir? Of course I will win, you stupid idiots. Place your bets. I'm going to put the little devil in here. Hey, you. You should put some more money in. My ma told me never to be greedy or else you'll end up with nothing. Hey, this time in the middle. Place your bet. Eh? It's under there, not here. Oh, my mother told me not to be so predictable. God damn it. You're mad. Let's see if you can let me win this time. There you win. Hey, friend, my mother is always right. Hey, you're right, son. What else does she say? Oh, she says everything in life comes in threes, and I believe her.
Huh? Really? Yeah. If I win again, I'll bet all. Right. Come on now. Watch carefully, gentlemen. Watch very carefully. So, and there we go. Right. I'll follow your bets. I'll bet this. Come on, gentlemen. I won it. Anyway, I dare not look. Are all the bets down? Row. Open! Put all your money in. They'll be wiped out. Right. They are through. You're going? I'm not going. I'm going to stake the lot. Here! Brother, after the game, eh? No! What if you lose? I've never lost once. He hasn't lost at all! No! Never. Hey. He can't lose. Look there. See? See? Look there. Look. Yes, see? Right. See? Please, hey, come on. Please, look. I'm nearly with your fortune. You pay off. I'll kill you! Oh, back here! Come here! Come here! What's happening? It's your fault. You're always so impatient. And now we've lost him. No. It's your fault, as much as it is. You're the one who insisted on taking all of that precious money. Let go of me. Now, thanks for your help. Hey, but I can't take that. You're new to this town. I must help you. Ah, you're a good man. What's your name? I'm called Chang Liang, but I'm known as Kung Fu Ching. Oh, your Kung Fu's good. Well, it's all right. Who's your master? My master? I learned it on my own. Where do you work? Oh, Chen Chi's Rice Emporium. Emporium? Oh, no! My salary! Wait. Emporium. Schwester! Ja, was gibt's denn? Ich kann mit dem nicht trainieren. Warum nicht? Ich kann normal nicht mit dem Mann trainieren, das liegt mir nicht. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ah, ich bin aber anderer Meinung. Männer sind zu grob und zu unhandlich. Da macht's keinen Spaß. Und was stellst du dir vor? Also, ich? Weißt du, ich habe gedacht, vielleicht trainierst du mich. Du bist so hübsch. Und das würde mir bestimmt helfen. Das würde mir richtig Freude machen mit dir, Schwester. In Ordnung. Ich werde mit dir üben. Sehr gut. Oh, das geht ja prächtig, wirklich wunderbar. Dabei komme ich richtig in Stimmung. Fühl mal mein Herz. Und erst mein Magen. Weiter unten ist noch viel mehr los. Fühl mal. Wow. Hat's dir gefallen? Wunderbar, mach weiter. Wer bist du denn? Mein Gott, wer hat denn das verpasst? Der Überkranich. Und dir? Kung Fu Ching, Sohn Dürrer. Es war derselbe. Der Schwein schnappen wir uns. Ja, und zwar sofort. Nicht so eilig.
Setz dich. Schön ruhig. Wir haben doch gelernt, dass man nie hektisch werden darf. Also lass uns mal nachdenken. Irgendwie schaffen wir die Racke schon. Ey, bloß keinen Scheiß. Wir schnappen uns den Knaben und machen ihn fertig. Das wird ihm eine Lehre sein. Lass uns lieber noch mal überlegen, sonst hat nachher von uns jeder zwei blaue Augen. Und das muss doch nicht sein. Hey, meine verehrten Anwesenden, ich möchte ein kleines Liedchen für euch zum Besten geben. Wenn's euch gefällt, bitte ich um Applaus. Wenn's euch nicht gefällt, dann könnt ihr mich verprügeln. Zwei Verrückte in der Kneipe mit Visagen wie aus Scheiße. Intrigant und hinterfotzig machen sie sich grundlos lustig. Doch sie freuen sich zu früh, denn man legt sie übers Knie. Hä? Hat er uns damit gemeint? Ich hatte schon das Gefühl. Was soll das? Siehst du nicht, dass man Mittagsschlaf halte? Komm gefälligst später wieder. Ich hab dir doch gerade gesagt, dass ich schlafen will. Verpiss dich, du Arschloch! Hast du mich damit gemeint? Ja. Auf. Nein. Hey, Dicker, was ist los? Hilf mir! Sofort aufhören, ihr Idioten! Seid ihr verrückt? Das ist er! Hab ich dich endlich! Du Überkranich! King Kong Verschnitt! Ich dachte, du bist in Form. Heute leider nicht. Hey, du hast mich beschwindelt. Ich wollte nicht angeben. Hau ihm die Leber platt. Halt! Lass bitte noch was für mich übrig. Ja. War ich gut? Ja, spitze. Greif ihn an! Du hast Vortritt. Nein, du. Geh selber. Du gehst. Geh du lieber. Nein, du gehst. Ich denk nicht dran. Du gehst. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ja, dann geh ich auch. Hey, warum haut ihr denn ab? Feige Säcke. Mein lieber Freund, du hast vielleicht Glück gehabt. Ich nicht gekommen wäre, dann hätten die dich glatt zu Brei gehauen. Ja. Ich muss jetzt gehen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Mein Reissack. Wo ist mein Reis? Wer hat meinen Sack geklaut? Rückt ihn sofort wieder raus oder ich werde zur Bestie. Er hat dich also rausgeworfen, bloß weil du einen Sack Reis verloren hast. Das ist ungerecht. Was willst du jetzt machen? Ach, weißt du, ich habe eine prima Idee. Ich werde bloß noch Kung-Fu trainieren. Und welchen Kampfstil? Ganz einfach, den von euch beiden. Das wird nicht gehen. Wenn mein Vater das erfährt, wirst du furchtbaren Ärger bekommen. Warum? Ach, weißt du, unsere Väter sind schon seit Jahren zerstritten. Ha, das ist ein Problem. Die streiten sich darüber, wer den besseren Kampfstil hat. Verstehst du das? Das ist genau dasselbe wie beim Essen. Manche Leute essen gerne Huhn. Und dann gibt es andere, die mögen lieber Fisch. Und wieder andere würden am liebsten bloß Gemüse essen. Aha.
Ich bin da nicht so wählerisch. Ich kann alles essen, sofern es genießbar ist. Hauptsache, ich werde satt davon. Darum bin ich auch so fett. Ja. Ich werde es genauso machen wie du. Ich esse auch sehr alles. Sehr gut, Kleiner. Du lernst langsam. Hast du dich mit unseren Regeln vertraut gemacht? Jawohl, das habe ich, Meister. Besonders eins musst du dir merken. Unser oberstes Gebot ist Gehorsam. Jawohl. Wenn du gegen eine dieser Regeln verstößt, wirst du wieder ausgeschlossen. Ich verlange von dir, dass du meine Anordnungen bedingungslos befolgst. Das werde ich, Meister. Gut, du wirst morgen anfangen, mit den anderen zu trainieren. Danke. Ist das nicht unser Meisterschüler? Er ist bei uns Klassenbester. Wie schön. Hey. Tag, Brüder, ein netter Zufall. Kommt doch bitte mit rein. Wir machen es uns gemütlich. Nicht so eilig. Vielen Dank für die Einladung. Aber wir haben was anderes mit dir vor. Nicht doch. Wollen wir nicht lieber zusammen ein Schälchen Tee nehmen? Nein, wir wollen nicht. Wir sind hergekommen, weil du uns noch was schuldig bist. Hast du das schon wieder vergessen? Wir wollen mit dir kämpfen. Hauen wollt ihr euch? Ja, also, ich mach dich fertig, du Ritter! Ihr wollt mich fertig machen? Ja. Nein. Warum nicht? Warum? Wollen wir wetten, das? Na, glaubst du es jetzt? Er glaubt's. Irrtum, so schnell schafft ihr mich nicht. Hinterher. Ja. Seid ihr irre? Ihr macht ja richtig ernst. Diesmal machen wir dich fertig. Komm her, du Stinktier. Erst den rechten Flügel. Und jetzt den linken. Der ist ja schmutzig. Ja. Stinkefinger, pfui. Wasch dich mal wieder. Vergnügen. Bleib bloß nicht frech. Du bist ein Großmaul. Pfeifenwichs. So, du Feigling. Jetzt hau ich dir den Löffel vom Stamm. Dann läufst du rum wie eine Rolle. Drops. Das ist unfair. Meine Knoten. Ja, in den Oberarm. Gibt's für dich geschlagen? Sag, das wird die größten sein. Ich muss mal. Dein Pech. Los, komm, wir machen ein Päckchen aus ihm. Das geht in die Hose. Ugh.
Sag mal, Vater, warum bringst du diese Technik nicht auch unseren Schülern bei? Frag nicht so dummes Zeug. Wir müssen unseren Schülern stets überlegen bleiben. Verstehst du das nicht? Nicht zu übel. Wirklich ausgezeichnet. Ihr habt schon eine Menge gelernt. Aber ihr müsst euren Stil noch ausfeilen. Danke. Wir werden uns bemühen. Wir wollen nämlich die Besten werden. So ist es. Das freut mich. Wenn ihr soweit seid, werde ich euch die Chance geben, euer Können zu beweisen. Danke, Meister. Danke, Meister. Uns macht bloß dieser verdammte Kung Fu Jing Sorgen. Ja, das macht er. Warum? Der lässt sich nicht bloß von Wei unterrichten, sondern auch von dessen Bruder Peng. Der Kerl könnte für uns gefährlich werden. Das stimmt. Und wenn dieser Bastard von beiden lernt, ist er unbesiegbar. Ich kümmere mich selber drum. Hey, was ist los? Vater... Kung Fu Jing? Meister. Wie lange bist du schon bei uns? Seit einem Jahr, Meister. Glaubst du, dass du viel bei uns gelernt hast? Ich denke schon. Das freut mich für dich. Du hast hart gearbeitet. Und jetzt beweis mir, was du kannst. Oh, Meister, wollt ihr mich testen? Ja, ich will sehen, was du kannst, denn du bist mein Lieblingsschüler. Aber das weißt du ja. Ja, Herr. Ich weiß, dass ihr mich gerne habt, aber es gibt jemanden, der hat mich noch lieber. Ist das alles, was du hier gelernt hast? Fast. Was ist das? Eine Klaue. Die Schlangenklaue. Schlangenklaue, meinst du? Ich habe eigentlich einen Panther gemeint. Oh, einen Panther? Ja. Da hast du einen Panther! Sieh dir unsere Gebote an! Du bist ausgestoßen. Master, please listen. Well, Kung Fu's like eating. Some people like chicken, some duck, some like fish, some like meat. But I like all kinds of good food. If it's edible. You eat shit. You're like a garbage bin. Leave. You're no longer my student. Dad! Du warst mal meine Bruder. Na und? Du hast gegen unsere Gesetze verstoßen. Verschwinde! Oh. Trink erst mal was. Mhm. Stimmt irgendwas nicht? Hast du Geld? Nein. Ärger mit Weibern? Habe ich noch nie gehabt. Hast du vielleicht Krebs? Ach, lass doch den Blödsinn. Die beiden Meister, sie sind dahinter gekommen und haben mich rausgeschmissen. Ist das alles? Sowas deprimiert dich? Hör mal zu. Ich unterrichte dich weiter. Ich bin genauso gut. Ist das dein Ernst? Ich pflege nie zu scherzen, wenn es ums Prügeln geht. Wirklich? Mhm. Eins verspreche ich dir. Ich werde mich anstrengen. Thank you.
Oh, ist das anstrengend. Oh. Das ist ja furchtbar, bist du verrückt? Lass mich wieder runter! Nimm den Stab. Ja. Ganz gut, nochmal. Oh, scheiße, tut das weh. Sei nicht so zimperlich. Probier's nochmal. Aber das ist doch... Hier! Hier, Quälerei! Ich will jetzt heim. Steh auf! Du bist so leichtsinnig. Versuch's mal mit Gehirn. Oh nein, das schaffe ich nie. Wirklich ein gutes Abendessen. Hast du auch Hunger? Ich bin zu müde zum Essen. Ich will schlafen. Das Einzige, was dir noch fehlt, mein Junge, das ist das Standvermögen. Wenn du das hast, bist du ein wirklich guter Kämpfer. Langsam wirst du schon besser. Weiter. Spring da rauf. Jetzt stell den Korb nach links. Den anderen auch. Und jetzt wieder zurück. Jetzt auf die andere Seite. Spring runter! Los, mach schon! Und wieder auf! So. Mach's nochmal! Nochmal runter, los! Und wieder auf! Und wieder runter! Los! Runter! Rauf! Runter! Rauf! Runter! Rauf! Runter! Rauf! Runter! Rauf! Mann, der lässt mich hier wie ein Affen Ballett tanzen und pennt dabei. Hey, Kumpel, das Essen ist fertig. Prima, ich komme. Gottverdammte Scheiße. Bist du das gewesen? Hey, geh wieder zurück und komm nochmal her. Das ist doch viel zu glatt. Wenn du nicht laufen kannst, dann brauchst du auch nicht essen. Was? Dir werde ich's zeigen, du Miststück. Ich schaff es. Hey, du Vielfraß, lass mir noch was übrig. Du kannst dich satt essen, wenn du dich beeilst. So ein Scheißtyp. Müllschlucker. Alles Fresser. Scheiß Kerl! Oh.
Liebes Brüderchen, ich schaffe es nicht. Sicher schaffst du's. Ja? Ja. Los, fressen! Wer kriecht wie ein Vieh, muss auch so fressen. Wenn du richtig läufst, darfst du dich auch setzen. Darfst du dich setzen? Jetzt kann ich's. So? Pass auf, ich zeig's dir. Mein Essen haben? Bitte, greif richtig zu und lass es dir schmecken. Was soll das? Du hast ja schon alles aufgefressen. Ich bin satt. Guten Appetit. Bist du irre? Aber nein, du räumst jetzt den Tisch auf. Und wenn du wieder mal was geschafft hast, mach nicht so viel Krach. Mir hat's geschmeckt. Verdammter Hurenhund. Listen carefully to every word that I say. Don't miss a thing. Right. Shaolin is the origin of Chinese Kung Fu, but there are many different factions. What have I said? Shaolin is the origin of Chinese Kung Fu, but there are many different factions. It's impossible for a man to learn all the factions. Look! Master, why'd you hit me? Why didn't you resist me? Oh. Even if you had the strength, the will, and the mind, you wouldn't have the time. Each faction has its good techniques and its bad ones, too. So it's up to us to find out which are the best and not waste our time on the bad ones. Not again. What was I saying? Good and bad. What good and what bad? I did! Take the best and leave the worst. Take the best and leave the worst. Don't forget, or you'll get into trouble the next time. Sharp eyes, good hearing, rapid attacks, and quick moves are the most important things in Kung Fu.
Sharp eyes and good hearing are the most important. Quick, quick. Quick moves. Why not fight back? Oh. You're my master. I wouldn't dare. Yeah. If you don't attack, how can you learn? Forget I'm your master now. Come on. I can't. You can't. Then I will. This is called the Conqueror. This is called the Vital Weapon. Master, you're serious. Of course I am. All right, then take this. That is called temptation. This is fighting back. That's to take a chance. Right, left, right. That's the wrong hint. That's called illusion. What's this called? Careful now. They've fallen down. They're not. That's called the tricky attack. What? Hey, what are you doing? Master, is that called the tricky attack? Oh, you learn fast. Yes, of course. It's because I'm your student. Wenn der Meister mit uns zufrieden ist, verdienen wir sicher eine Menge Geld. Du sagst es, mein Freund. Dann machen wir uns selbstständig. Mhm. Hey, sieh mal, wer da ist. Da, schau her. Der will sich ein Schöppchen Roten holen. Sieht so aus. Hey, wollen wir meins hinter den Löffel geben? Was hat der kleine Dicke gesagt? Ich soll mich prügeln. Das gibt Kondition. Na gut, dann werde ich gleich damit anfangen. Hey, Burschi. Hallo, Freundchen. Hallo. Wie geht's uns denn heute so? Hä? Ist es nicht ein wunderschöner Tag? Noch. Verzeihung. Spinnst du? Oh, tut mir leid. Ich werde dich. Oh, du kannst wohl nicht aufpassen, du Trottel. Ich denke, wir müssen die Manieren beibringen. Kuckuck. Ich glaube eher, dass ich euch Manieren beibringe. Das hier, der muss heimlich geübt haben. Die Sau, los, komm! Ja.
wenn wir fertig sind, kannst du im Zirkus auftreten. Ich will aber nicht. Du musst. Au! Hier habe ich noch was ganz Neues. Du wirst mir noch die Flügel brechen. Und sind doch nicht meine. Hast du Sodbrennen? Du siehst so sauer aus. Der macht sich über uns lustig. Was machen wir jetzt mit diesem Kuckuck? Jetzt musst du weitermachen, Akut. So was nennt man punktieren. Aber ich hab noch was. Noch was? Für die Lauscher, den rechten und den linken. Scheiße. Das kann ja keiner aushalten. Du sagst es. Bleib mir bloß vom Leibe, du Nebelkrähe. So, ihr Hübschen, wenn ihr mir nochmal über den Weg lauft, dann breche ich euch die Stelzen. Macht's gut. Du elender Scheißkerl! Kuckuck, du! Auf! 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 Und auf! Und wieder rauf! Nochmal! Moment, da beobachtet uns jemand. Hä? Na, wo kommen die schon wieder her? Egal. Ich werde dir jetzt eine Lehrstunde geben, Kleiner, in Kung-Fu. Der große Tano hat mir vor langer Zeit eine einmalige Kampftechnik beigebracht. Ich habe zwar bis heute nicht ganz begriffen, was er damit gemeint hat, aber es ist trotzdem lehrreich. Wenn du seinen Stil anwendest, bist du praktisch unbesiegbar. Das ist ja fantastisch. Ja. Die fallen drauf rein. Oh. Bring mir bei, was du davon weißt. Ich will unbesiegbar sein. Also, hör zu, was ich sage. Wir beginnen mit dem Einlinienstand. Und der geht so. Kopf hoch, Rücken gerade, Hände auf den Boden und dann den Hintern schwenken. Von einer Seite auf die andere. Und während der ganzen Übung musst du tief Luft holen. Der Zweitaktstand, der ruhende Stand. Der gleichmäßige Stand, der hängende Stand, der Speerstand und der Bolzenstand. Mir kann bei den Kampftechniken keiner was vormachen. Aber eins ist mir ganz neu. Euer komischer Einlinienstand. Sagt mal, habt ihr euch auch nicht verhört? Bestimmt nicht. Ich hab's deutlich gehört, er hat's vom großen Tano. Ich hab's auch gehört. Er sagt, damit ist man nun besiegbar. Tatsächlich. Der Einlinienstand. Der Stand auf einer Linie. Das ist genial. Wir probieren's mal aus. Also, begebt euch in die Grundstellung. Kopf hoch. Die Hände. Auf den Boden, Marsch! Und jetzt wird mit dem Hintern gewackelt! Links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts.
Ihr Idioten! Ihr habt euch verarschen lassen! Aber er war doch ganz ernsthaft bei der Sache. Ja, das stimmt. Aha! Ja! Versucht nicht nochmal, mich zu beschwindeln. Aber wir... Dieser Kerl hat uns beschissen. Ich habe eine Idee. Wir treten die Veteranenklinik heuer. Der kleine Dicke dort. Richtig. Er meint die fette Ratte. Mit dem bist du lässig fertig. Bist du da, Pau? Ja, da bin ich. Und wer bist du? Ich bin der Unbesiegbare. Oh, der Unbesiegbare? Nimmst du dein Maul nicht zu voll? Mich hat noch keiner überlebt. Dich mache ich auch fertig. Bruder, sei vorsichtig. Der kann mit dem Zahnstocher umgehen. Schon gut, mach den nicht ins Hemd. Der hat keine Chance gegen mich. Sowas quetsche ich doch an die Wand. Sei bloß nicht übermütig. Gleich knallt's. Hey, Dicker. Lass mich lieber. Ich mach das. Bist du irre? Er hat schließlich gesagt, er will zu mir. Also ist es meiner. Auf geht's. Was soll der Knüppel? Damit geht's nicht. Das ist kein gewöhnlicher Knüppel. Wenn ich mit ihm kämpfe, wird er länger. Immer länger. Aber du wirst ihn nie in voller Länge sehen. Fang an, du Großmaul. Na, was sagst du jetzt? Ich mach jetzt ernst. Ich auch. Du wirst staunen. Siehst du, wie er wächst? Ich hab dir doch gesagt, beim Kämpfen wird er immer länger. Du kannst dich als Heuschrecke verkaufen. Ja. Tut mir leid, aber meinen Knüppel brauche ich selber. Oh. Nimm deinen Zahnstocher wieder. Hier. Geht er jetzt als Hubschrauber? Anscheinend. Aber ich möchte wissen, wer ihn geschickt hat. Ihr Idioten habt mich auflaufen lassen. Aber das werdet ihr bereuen. Jetzt zittert er ab, der große Held. Ja, ein Schleppschwanz ist der Kerl. Ah!
Guten Tag. Hallo, Ching Ting. Kung Fu Ching, deinen Stil hast du gewaltig verbessert. Ist ja kein Kunststück, ich hab den besten Lehrer. Willst dich wohl ranschmeißen an das Mädel, was? Oh, nicht doch, bestimmt nicht. Lässt du mich gehen? Na, ausnahmsweise, aber beiß sie nicht ins Knie. Mach dir einen schönen Tag. Ja. Was treibst du so? Och, ich bereite den Geburtstag für meinen Vater vor. Er wird übermorgen 100. Oh, da müsste ich ihm ja schnell noch ein Präsent bringen. Mhm. Sag mal, ist er mir immer noch böse? Natürlich. Du weißt doch, wie dickköpfig er ist. Wenn das so ist, kriegt er nichts von mir. Werd bloß nicht kindisch. Was auch immer passiert ist, er hat dir schließlich eine Menge beigebracht. Du wirst ihm übermorgen einen guten Wein schenken. Von meinen Feinsten. Oh, du bist wirklich sehr großzügig. Ich stell dir den Krug in Rechnung. Oh. Meister Tien, wir haben alles getan, was ihr befohlen habt. Ihr werdet die beiden morgen an der alten Stelle treffen. Ich danke euch für eure Bemühungen. Meister Tien. Oh. Hier. Vielen Dank, sehr großzügig. Ich weiß doch, was ich euch schuldig bin. Danke, Meister. Ihr Ratten. Ich behalte mein Geld. Willkommen, Freunde. Willkommen, Herr. Wo sind eure Söhne? Ach, die beiden warten schon auf euch. Aber wo sind sie? Sie sind beim Teufel. Wo? Ich habe sie zur Hölle geschickt und ihr habt, glaube ich, was vergessen. Es war vor 3 Jahren. Damals habt ihr beiden Yang Wei zusammengeschlagen. Er ist daraufhin in die Mandschurei gegangen und bis heute nicht zurückgekommen. Und Yang Wei ist mein Bruder. Ich bin hier, um euch zu bestrafen. Dado und Shado haben für mich spioniert. Sie waren nicht meine Söhne, sie waren meine Diener. Und uns willst du auch umbringen? Ich werde euch zur Strafe die Beine brechen. Ihr könnt beide gegen mich antreten, wie gegen meinen Bruder. Das schaffe ich allein. Wir werden ja sehen. Bleib hier, er will nicht, dass wir ihm helfen. Bist du verletzt? So, Alter. Jetzt kommst du dran. Ja.
hässlichen Kröten. Jetzt kommt der zweite Fuß dran. Meister! Meister! Kung Fu Chi! Rachel, wo sind Peng und Wei? Mach's mal auf! Sie sind mit Tien vor der Stadt. Schön im Rhythmus bleiben. Ja. Gleich bist du reif fürs Ballett. Was ist denn mit dir passiert? Ich wollte die Schweine bestrafen. Ich wollte dich rächen. Aber dieser Grünschnabel hat mich fertig gemacht. Wer bist du? Wie? Was geht dich das an? Er ist ihr Schüler. Wei und Peng haben den Kerl ausgebildet. So, dann werde ich auch mit dir den Anfang machen. Du wirst vor deinem Tod erleben, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Ja? Anschließend mache ich mit deinen Lehrern Schluss. Oh. Wirklich interessant. Hoffentlich übernimmst du dich nicht dabei. Was ist los? Da! Ah.
Siehst du, die Typen wollen mich verprügeln. Du musst mir helfen. Ja. Mit denen bist du auch allein fertig. Ja. Versuch's. Fettsack, du hältst dich raus aus der Sache. Kotzbocken wie du sind mir ganz besonders sympathisch. Hey, hör auf. Ich werde schon irgendwie mit denen fertig. Da siehst du's. Er sagt dasselbe wie du. Seid ihr taub? Ich hab nichts damit zu tun. Gegen ihn geht's. Jetzt weiß ich nicht weiter. Lass dir was einfallen. Hallo, hier bin ich. Und jetzt zu uns beiden. Die Hosen voll. Mach dich fertig! Ah!
Bruder! Bruder, ist dir was passiert? Nein, ich mach bloß Pause. Ich will schlafen. Bruder! Hau bloß ab! Der Junge ist besser als wir beide. Bruder! 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 Bist du fertig? Gleich ist alles vorbei. Irrtum, du solltest die kleinen Grauen benutzen. Da staunst du was? Ich hab dich gewarnt, du Träne. Hast du jetzt endlich genug? Du musst besser denken. Du bist gar nicht übel. Hast du mich etwa gesucht? Ja. Meine Faust findet dich immer. Das war's wohl, Kleiner. Glaubst du, Opa? Ach, du Scheißkerl. Na, was ist? Soll ich dich laufen lassen? Das möchtest du wohl, wie? Ja! Oh, Dicker, wenn du noch lebst, hilf mir! Das war ein Trick. So, das hast du nun davon. Bruder, Bruder, du bist also wirklich tot. Aber ich hab dich gerecht. Ich hab das Schwein erledigt. Wenn du das miterlebt hättest, dann... Du kannst beruhigt sein. Er hatte keinen leichten Tod. Ich hab's ihm schwer gemacht, diesem Hurensohn. Diesem Dreckstück. Ich werde für dich eine Kerze stiften. Ich hasse Kerzen.